100 Tage ist Donald Trump bald im Amt. Sein Lieblingsprojekt, die Mexiko-Mauer, wackelt. Er bekommt sie zurzeit nicht finanziert. Die Mexikaner ihrerseits wollen mit einer Art Schocktherapie ihre Landsleute von einer Flucht in die USA abhalten. Aber wie soll das gehen? Unser Reporter Harro Füllgrabe ist mal mit über die Grenze geflüchtet. Mitten in Mexiko. Diese Männer haben eine Mission. Sie wollen Mexikaner davon abbringen, die Grenze illegal zu überqueren. Es wird gefährlich. Das ist eine Jagd. Reporter Harro Füllgrabe durchlebt die Gefahren einer illegalen Grenzüberschreitung. Überfälle, Drogenschmuggler, Grenzpatrouille. Wie realistisch ist diese makabre Inszenierung? Die Grenze zwischen Mexiko und den USA. 3.144 Kilometer lang. Tausende illegale Grenzüberquerungen täglich, meist in unzugänglichen Gebieten. 6.951 Menschen sind in den letzten Jahren beim Versuch, die Grenze illegal zu überqueren, gestorben. Todesursachen: Hitze, Kälte, Schussverletzungen. Mexico City. Auch David möchte illegal über die Grenze in die USA. Der 27-Jährige ist verheiratet, hat einen Sohn und arbeitet auf dem Bau. Das Geld ist meist knapp. Wie geht's? Gut. Wie hast du geschlafen? Gut, aber ich bin schon nervös, weil ich nicht weiß, was mich heute Abend erwartet. Reporter Harro und David wollen heute Nacht erleben, wie es ist, die Grenze illegal zu überqueren. David ist überzeugt, es wäre besser, Geld für die Familie in den USA zu verdienen. Trotz der Trennung. Was möchtest du in Zukunft erreichen? Wenn ich es schaffe, die Grenze zu den USA illegal zu überqueren, kann ich dort mehr Geld verdienen. Da kann ich mir nach einem Monat ein Auto leisten. In Mexiko bräuchte ich dafür 2 bis 3 Jahre. Und auch nur, wenn ich sehr hart arbeite. Kann sich diese Entscheidung heute Nacht vielleicht ändern? Oder wirst du auf jeden Fall versuchen, die Grenze illegal zu überschreiten? Ich glaube fest daran. Ich will es versuchen. Vorbilder: Davids Cousins. Sie sind bereits in den USA. Das Camp, was wir heute Abend besuchen, soll eigentlich zeigen, wie hart, wie gefährlich und wie realistisch sowas aussehen kann. Ob ihn das in irgendeiner Art und Weise noch mal beeinflussen wird in seiner Entscheidung, das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, denn ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was uns da erwartet. 3 Autostunden nördlich von Mexico City im Bundesstaat Hidalgo liegt der Parque Eco Alberto. Hier kann man schwimmen, campen, Kanu fahren. Mehrere tausend Mexikaner besuchen den Park jedes Jahr. Bist du sicher, dass hier die Grenzsimulation stattfindet? Ich glaube schon. Wir können ja mal fragen. Sieht aus wie ein Freizeitpark. Doch tatsächlich, wir sind hier richtig. Neben dem launigen Spaßangebot hat der Park seit 12 Jahren auch eine ungewöhnliche Attraktion zu bieten. Die Caminata Nocturna. Wir haben uns gefragt, wie schaffen wir es, eine illegale Grenzüberschreitung für jedermann erlebbar zu machen? Wir wollen hier nichts verteufeln und auch niemanden traumatisieren. Aber wir wollen die Gefahren an der Grenze so realistisch wie möglich darstellen. Die Gemeinde Alberto, 2500 Einwohner, weit weg von der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Dennoch leben viele ehemalige Dorfbewohner mittlerweile in den USA, illegal. Auch Bürgermeister San Pedro Fortunato hat vor vielen Jahren illegal die Grenze überquert. Er unterstützt das Grenzsimulationsprojekt des Parks. Wenn man die Grenze illegal überqueren will, lauern viele Gefahren. Auf der mexikanischen Seite können dich Polizisten bedrohen. Und wenn du ihnen kein Geld gibst, misshandeln sie dich. Und immer wieder verlieren Menschen auch ihr Leben. Denn Räuberbanden, Drogenschmuggler und Vergewaltiger lauern in den Grenzgebieten auf die oft schutzlosen Leute, die versuchen, illegal in die USA zu kommen. Hier liegt ein Dorfbewohner, der auf ein besseres Leben in den USA gehofft hatte. Leider hat er es nicht geschafft. Er ist beim Versuch, die Grenze illegal zu überqueren, gestorben.
Jeden Samstagabend treffen sich rund 30 Männer aus dem Dorf auf dem Parkplatz des Freizeitparks. Die meisten von ihnen haben die Grenze mindestens einmal illegal überquert. Sie lassen ihre Erlebnisse für die Parkbesucher wieder aufleben. Der Mann in der Strumpfmaske übernimmt den Part des Schleusers, des sogenannten Kojoten. Wir starten, wenn es komplett dunkel ist. Wir laufen durch Schluchten und Sümpfe, kämpfen uns vorbei an giftigen Pflanzen und durch Tunnel. Wir sind in ständiger Gefahr und werden von Grenzpatrouillen und Gangstern gejagt. Hey Leute, kommt mal zusammen, gleich geht's los. Ich erwarte vollen Einsatz. Ich will keine Fehler sehen. Die Nummer soll reibungslos ablaufen. Wir werden heute eine Gruppe von Menschen zeigen, wie gefährlich eine illegale Grenzüberquerung ist. Ich will, dass ihr euch anstrengt. Nur dann bezahle ich euch auch. Ansonsten seht ihr keinen Cent. Habt ihr das alle kapiert? Alles dunkel, alles ruhig. Was geht denn hier vor? Gleich erleben wir, wie es sein soll, die Grenze zu überqueren. Was hast du für ein Gefühl? Ich bin aufgeregt. Ja, also ich bin mittlerweile nervös. Das hätte ich nicht erwartet, wenn ich an den Beginn des Tages denke und gerade beim ersten Ankommen hier in diesem Funpark, da hatte ich eigentlich schon alle Illusionen verloren, dass es wirklich in irgendeiner Form spannungsaufgeladen sein könnte. Aber das hat sich jetzt mit der Dunkelheit geändert. Für umgerechnet $25 haben sich Haro und David angemeldet. Neben neugierigen Mexikanern, die den Nervenkitzel suchen, soll es immer wieder Teilnehmer wie David geben, die sich hier verdeckt auf eine echte Grenzüberquerung vorbereiten wollen. Warum macht ihr hier mit? Wir alle kennen Leute, die illegal über die Grenze gegangen sind. Wir wollen wissen, wie es sich anfühlt, wenn man rübergeht. Hat jemand von euch schon mal daran gedacht, die Grenze illegal zu überqueren? Oder kann sich jemand vorstellen, es irgendwann mal wirklich zu versuchen? Nein. Weil es bekannt ist, dass man dabei sterben kann. Viele Mexikaner haben bei dem Versuch, die Grenze illegal zu überqueren, ihr Leben gelassen. Aber das heute Nacht ist zum Glück nur ein Abenteuer. Noch wirkt alles wie ein skurriler Ausflug. Bevor es losgeht, letzte Worte des Schleusers. Wenn wir die illegale Grenzüberschreitung heute Nacht simulieren, müsst ihr eines wissen. Wir machen sie zu Ehren der vielen Mexikaner, die bei dem Versuch, in die USA zu kommen, gestorben sind. Ohne Vorwarnung hetzt der Kojote die Gruppe in ein dunkles Waldstück. Polizeisirenen sind aus der Ferne zu hören. Das ist im Moment, obwohl das jetzt wirklich erst der Anfang ist, hier ist auch ganz viel Sumpf. Die Freizeitparkbesucher sind jetzt gejagte Grenzgänger. An Orientierung ist nicht zu denken. Wie bei einer echten Grenzüberquerung sind die Teilnehmer komplett auf den Schleuser angewiesen. Wir müssen jetzt auch ganz leise sein. Also ich merke schon, auch wenn ich weiß, dass das jetzt hier nur ein Fake ist, fühlt sich das doch schon verdammt echt an. Also der Adrenalinspiegel steigt. Fühlt sich das für dich realistisch an? Auf jeden Fall. Das ist sehr real. Die erste Herausforderung, ein 10 Meter langer Tunnel. Nicht besonders eng, nicht besonders lang. Noch bewegt sich das als Abschreckung gedachte Grenzüberquerungsszenario auf dem Niveau einer nächtlichen Schnitzeljagd. Du Schweinehund, wo ist dein Geld? Geld her! Plötzlich taucht eine Gruppe junger Männer mit Gewehren auf. Schüsse fallen. Ein einstudierter Überfall von Gangstern auf den Kojoten und seine Gruppe. Ein Szenario, das sich in den echten Grenzgebieten tagtäglich abspielt. Kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich so passieren kann. Nur, dass es hier Platzpatronen sind. Reibungslose Festnahmen krimineller Banden wie hier in der Simulation sind eher die Ausnahme. Neben Raub und Bedrohung werden die illegalen Grenzgänger oft auch als Drogenkuriere missbraucht. Verraten und verkauft durch korrupte Schleuser.
Was ist, wenn die Gangster wissen wollen, ob wir mit einem Schleuser unterwegs sind? Sag immer, dass du allein bist. Denn wenn die Gangster deinen Schleuser finden, töten sie ihn. Und dann bist du ganz allein auf dich gestellt. Die ersten Teilnehmer kommen an ihre Grenzen. Für eine junge Frau war der Überfall offenbar zu viel. Der Coyote-Darsteller hat das bereits am eigenen Leib erlebt. Einmal haben Gangster mir eine Pistole an den Kopf gehalten. Ein anderes Mal haben sie mir ein Messer in den Bauch gedrückt. Sie haben mich ausgeraubt und ohne Geld und Kleider zurückgelassen. Wieder heulen Sirenen auf. Diesmal setzt eine Grenzpatrouille die Teilnehmer fest. Kostüme, Blaulicht, Lautsprecherdurchsagen. Alles soll so realistisch wie möglich wirken. Und alles ist genauestens einstudiert. Die Teilnehmer werden von den Grenzbeamten der Reihe nach verhört und abtransportiert. Das Schauspiel zeigt Wirkung. Ich bin traurig und frustriert und sehr zornig. Ich bin entsetzt. Jemand aus meiner Familie will auch die Grenze in die USA illegal überqueren. Ich finde es erschreckend, dass die Leute dabei wie Tiere behandelt werden. Die letzten Meter dieser Nacht müssen Haro, David und die restlichen Teilnehmer mit verbundenen Augen zurücklegen. Nach knapp 4 Stunden, mehreren Kilometern durch unwegsames Gelände, 2 Überfällen und einer Verhaftung, ist die Simulation des illegalen Grenzübertritts beendet. Willst du immer noch illegal rüber? Um ehrlich zu sein, vielleicht doch nicht. Ich werde erst einmal versuchen, mir in Mexiko etwas aufzubauen. Vielleicht in 10 Jahren. Der Coyote hat recht, wenn er sagt, dass man in Mexiko immer weiterkämpfen muss. Vielleicht kann ich dann auch hier erfolgreich sein. Mein Ziel ist es, dass die Mexikaner nicht mit dem Traum von einem besseren Leben in den USA nachlaufen. Sie sollen alles daran setzen, ihr Leben hier zu führen und hier einen Beruf zu erlernen. Das würde unser Land in Zukunft wieder voranbringen und wir würden unsere Wurzeln nicht verlieren. Es gibt immer noch zu viele politische Schwierigkeiten, zu viele arme Leute, dass dieser Strom über die Grenze illegal in die USA kommen zu wollen, immer noch groß sein wird. Aber durch solche Aktionen wie hier gibt es vielleicht die Hoffnung, dass sowas in Zukunft abnimmt. Trotz der teilweise intensiven Erfahrung für die Teilnehmer. Laut Veranstalter spiegelt die Simulation gerade mal 5% der Strapazen einer echten Grenzüberquerung wider.